Und was Angela schon gesagt hat, alles, was wir hier sagen, stellt es ruhig in Frage. Wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir haben uns einfach nur informiert und informiert euch selbst auch. Googelt einfach nach den Themen. Schaut nach verschiedenen Quellen und glaubt nicht einfach nur irgendeiner Quelle, egal ob es jetzt ein Mainstream-Medium ist, ob es der WDR ist, ob es irgendeine andere alternative Plattform ist, sondern informiert euch einfach breit und schaut mal hin und vielleicht googelt ihr auch mal nach Ebola. Ebola und Patent. Und dann werdet ihr vielleicht erstaunt sein, wer ein Patent auf den Ebola-Virus hat. Und dann schaut euch an, wo momentan der Ebola-Virus überall grasiert. Und dann macht euch selbst eure Gedanken. Zieht selbst eure eigenen Schlüsse und ich denke mal, das hilft, wach zu werden. Ich habe auch sehr, sehr viele Jahre erstmal gegoogelt, um dahin zu kommen, den Wissensstand zu haben, den ich heute habe. Und wenn ich heute einen Artikel lese, dann bin ich sehr, sehr kritisch. Und höre auch in mich hinein und versuche einfach auf mein Gefühl sprechen zu lassen. Könnte da jetzt was dran sein oder nicht? Holen wir noch ein paar andere alternative Medien halt dazu. Oder guck einfach mal, ja, stimmt das mit dem Patent von dem Ebola-Virus? Ist das wirklich so? Und dann kommt man immer Schritt für Schritt weiter in seinem Denken, in seinem Fühlen und auch in dem Wachsein, was hier um uns herum passiert. Und wir müssen halt einfach wach werden. Wir müssen viel, viel mehr Menschen wach werden. Und wir müssen halt einfach aufstehen, damit wir hier, ja, was verändern können. Ist aussichtslos. Außer für den, der genau das denkt. Wenn der Lindberg damals gedacht hätte, es ist aussichtslos zu fliegen wie ein Vogel, ja, dann hätten wir vielleicht auch diese komischen Streifen nicht am Himmel. Aber dann würde auch kein Mensch Transportmittel, Flugzeug benutzen. Wenn alle Menschen damals gesagt hätten, und vor allem nach den ersten Fehlversuchen, das geht nicht. Und auch die Hummel fliegt, obwohl es nach aerodynamischen Gesetzen nicht funktionieren kann.